Musikmesse 2012, jetzt hier in Halle 6.1 bei der Firma Adam Audio. Neben mir der CEO der Firma, Klaus Heinz. Hallo Klaus. Hallo Olli. Vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Das ist hier euer Messestand. Was gibt es hier alles zu sehen und was sind eure Neuheiten? Wir haben hier auf der Messe neu eine Lautsprecherserie mit dem Namen F-Serie. Die F-Serie besteht aus drei Modellen. Ein Modell mit 5 Zoller F5, ein Modell mit 7 Zoller F7 und ein dazugehöriger Subwoofer Sub-F. Der Sinn dieser Serie besteht darin, die Adam-typischen, wie ich hoffe, positiven Klangeigenschaften zu bewahren und im Preis einen besonderen neuen Marke zu setzen. Diese Lautsprecher sind vom Klang und Größenordnung ähnlich wie unsere entsprechenden AX-Lautsprecher, aber 40% preiswerter. Und damit hoffen wir uns, neue Areale zu erobern. Wann kommen die auf den Markt? Wann kann man die käuflich erwerben? Leider erst im Oktober. Bei so einer, in dem Fall doch Massenproduktion, merken wir, dass die Beschaffungszeiten, all diese Dinger, auf einmal eine große Rolle spielen. Unangenehm, aber ja, Oktober, aber den meinen wir ernst. Also es lohnt sich auf alle Fälle hier vorbeizukommen, weil man kann sie hier schon hören. Es gibt ein größeres Musikrepertoire, wo man selbst Titel auswählen kann und natürlich auch alle anderen Lautsprecher. Genauso verhält es sich. Wir haben also auch die AX-Serie und auch die für die großen Tonstudios, die Essex, sind auch in Demonstration hier. Okay, dann schauen wir uns jetzt mal die neuen Lautsprecher an. Klaus, hier sind deine beiden neuen Lautsprecher, die F5 und die F7. Musst du jetzt bitte uns was zu erklären? Also, wie schon erwähnt, haben wir hier einen 5 Zoll Lautsprecher in der F5. Das ist ein Lautsprecher, der unseren typischen Hochtöner hat, der auf dem Air Motion Transformer Prinzip beruht und die Luft nicht in einer Kolbenbewegung antreibt, sondern praktisch herauspresst, wie in einem Jet-Prinzip das auch passiert. Damit hoffen wir und glauben wir, bessere Klarheit der hohen Töne zu haben. Dieser Hochtöner funktioniert genauso gut wie die anderen auch. Er ist nur reduziert bezüglich der maximalen Lautstärke, was aber aufgrund der kleineren Verstärker in dieser F-Serie und der Tieftöner auch völlig ausreichend ist. Ein zweiter Unterschied sind die Membranen. Der Tieftöner etwas schlichter gebaut als in der AX-Serie und der zugehörige Verstärker liegt 40% unter denen des entsprechenden AX-Modells, sozusagen preiskonform, weil der Preis, wie schon erwähnt, auch 40% tiefer liegt. Sodass wir insgesamt einen Lautsprecher haben, der klanglich außerordentlich nahe dran an den AX ist und dessen dynamische Fähigkeiten denen gegenüber aber limitiert sind. Ja, jetzt haben wir so viel über die AX geredet, die schauen wir uns jetzt auch noch mal kurz an, ja? Ja, dann ist ein freundliches Wort, machen wir das. Okay. Klaus, hier ist die A5X, A7X, mit der hast du auch mehrere Preise gewonnen, mit deinem patentierten Hochtönersystem. Bitte noch mal kurz erklären. Ja, das tue ich gerne. Ich muss mich noch mal entschuldigen, die AX sind also unsere Lautsprecher, die wir mit Abstand am meisten verkaufen und deswegen hatte ich das ein bisschen vorausgesetzt. Das sind also die entsprechenden Modelle dieser Serie, auch mit einem 5 und einem 7 Zoll Hochtöner. Und wir können mit Fug und Recht sagen, dieser A7X hat Adam auch sehr bekannt gemacht auf der ganzen Welt. Er hat viele Leserpreise und ganz herausragende Tests bekommen. Nicht zuletzt diese neue Arbeitsweise des Hochtöners, die ich eben schon mal angespielt hatte, gefällt im Ergebnis doch den meisten Leuten besser, als was mit normalen Schwingspulen und Kalotten zu erreichen ist. Und nach diesem eben doch sehr großen Erfolg, der auch die ganze Firma Adam vom Kopf auf die Füße gestellt hat, kann man sagen. Da wollten wir eben jetzt den nächsten Schritt gehen und an diesen Erfolg anknüpfen und diese neuen Lautsprecher möglichst ähnlich zu machen. Und ich verspreche, die sind außerordentlich artverwandt, der Hochtonbereich ist sogar identisch und irgendwo muss man dann Kompromisse machen und das ist die maximale Lautstärke und die mögliche Dynamik. Aber im klanglichen Erscheinungsbild sind sich diese beiden Serien außerordentlich ähnlich. Vielen Dank, Klaus. Und vorbeikommen lohnt sich auf alle Fälle hier in Halle 6.1 bei der Firma Adam Audio. Vor allen Dingen könnt ihr hier noch mit dem Erfinder selbst sprechen, über seine Philosophie mit ihm diskutieren und euch auch die Lautsprecher anhören. Vielen Dank fürs Zuschauen und Klaus, dir nochmal vielen Dank für die tollen Infos. Ich bedanke mich für den Besuch. Okay. Tschüss.